Ja, herzlich willkommen hier in der Sammlung Nachtmann. Wir sind im Marstall von Schloss Neuhaus und ich möchte ganz gerne die neue Ausstellung zeigen, die wir vorbereitet haben. Und zwar zeigen wir hier Werke des Glaskünstlers Heinhard Wüstehaus. Und der hat vor allem mit Recyclingobjekten gearbeitet. Und das möchte ich einmal zeigen. Wir sehen hier schon mal ein Recyclingobjekt aus einer Flasche. Und zwar nimmt er ganz normale, im Grunde Weinflaschen oder Wasserflaschen, je nachdem, ich weiß nicht genau, was sich in dieser Flasche befunden hat, schmelzt die ein und verformt diese Flaschen. Und dann werden die Flaschen, sehen die nachher so aus, dass sie also ganz verformt sind. Und das Zweite, was dazu kommt, nicht nur die Form ändert sich, sondern natürlich auch die Farbe, indem sie bemalt werden, die Flaschen. In diesem Fall arbeitet Herr Wüstehaus sehr viel mit Gold. Und das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, weil es zu unterschiedlichen Temperaturen eingeschmolzen werden muss, die Farbe in sozusagen die Glasmasse, sodass sie dann auch nicht wieder abreibt. Das ist sozusagen seine Spezialität. Wir haben noch viele andere Dinge hier von Herrn Wüstehaus, aber die erkläre ich beim nächsten Mal.